Sieg auch nicht, aber die... Das muss volle Pulle, Leute. Das muss volle Pulle. Ihr merkt schon, wir sind hier bei dem neuesten Teil von Larry Lazur. Oder der heißt, glaube ich, Larry Lava. Ich weiß, wie viele Teile es schon gibt. Das gibt es schon, seitdem ich Kind bin. Und es ist eine Art... Ja, wer kennt Monkey Island? Eine Art Point-and-Click-Adventure. Ihr seht das gleich. Mit viel Humor. Mit viel Humor... Zweideutiger Humor, Sexismus, keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Lasst uns mal reinschauen. Wir sehen uns weiter, wenn es losgeht. Let's go. Habe ich gerade gesagt, wir sehen uns weiter, wenn es losgeht? Wir sehen uns wieder, wenn es losgeht. Bis gleich. Es ist endlich wieder soweit. Okay, es ist zu laut. Er ist erwacht. Alle dachten, er wäre vergessen. Es ist zu laut. Und viele sagten, Array! Da bin ich. Larry Über wen Love. Redest du da? Nicht so wichtig. Lass dich nicht stören. Ich bin gar nicht hier. Beachte mich einfach nicht. Ich habe die Stimme... Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Das ist laut. Das kann man nicht umstellen. Ich habe übrigens die deutsche Originalstimme von... Das war schon im letzten Teil so. Mann, jetzt fällt er mir nicht von... nicht To Enter Halfman. Wie heißt das andere? Mit Barney... Barney Stinson mit seinem Anzug immer. Digga, mir fällt der Name nicht ein. Ihr wisst, was ich meine, ne? Wie heißt denn das? Mit Robin und Ted und Barney. Er ist Architekt. Digga, mir fällt das jetzt nicht ein. Wie heißt denn die Sendung? Nicht Two and a Half Men, Mann. Die andere. Ihr wisst, was ich meine. Er hat auf jeden Fall die deutsche Stimme von Barney. Wenn ihr genau hör. Erzähl mal, wer bin ich? Nee, erzähl mal, wer ich bin. Erzähl mal, wo wir hier sind. Erzähl mal, wie ich hier gelandet bin. Kennst du ein Lied über Alpakas? Ich weiß Bescheid, was passiert ist. Wie geht's jetzt weiter? Okay, jetzt könnte ich mir anhören, was im letzten Teil passiert ist. Ich habe den letzten Teil durchgespielt. Das war aber noch bevor ich, glaube ich, mit YouTube angefangen habe. Ich glaube, ich habe das nicht aufgenommen und so. Das war, glaube ich, schon länger her. Mal gucken, was er Erzähl sagt. Erzähl mal, wer ich bin. Ich muss nur kurz Heizung ausmachen. Larry, der Prophezeite, vor dem die Alpakas sich verneigt haben, der uns vor den Gringos gerettet hat. Ich dachte, du singst jetzt darüber, wie gut ich aussehe und wie erfolgreich ich bei Frauen bin. Na gut, bevor du ein Larry wurdest, warst du Larry Leffer. Bin ich eigentlich immer noch. Der Mann, der damals in den wilden 80ern beschloss, ja, genau, keine Jungfrau mehr sein zu wollen. Beste Entscheidung meines Lebens. Der Mann, vor dem keine Frau sicher ist. Genau. Moment, ich glaube, das soll man heute nicht mehr so sagen, habe ich gelernt. Aber es stimmt natürlich, Ladies. So, wollen wir uns das jetzt alles anhören? Nein, erzähl mal, welches schlimme Schicksal Face erlebt hat. Ich weiß Bescheid, was passiert ist. Wie geht's jetzt weiter? Bist du sicher, dass du genug weißt, um dich in dieses Abenteuer zu stürzen? Wir brauchen keine Informationen. Ihr wisst, ich hasse ja eigentlich diese ganze Leserei. Ich finde es gut, dass schon mal Sprachausgabe dabei ist. Und bei diesem Spiel muss man auch viel lesen und so, weil es geht auch viel um Rätseln, Untersuchen. Aber trotzdem will ich jetzt... Vielleicht brauche ich doch noch ein paar Informationen. Mann, was ist für ein Trottel? Ich weiß... Bist du's? Ja, ich will weiter. Ja, jetzt kann es richtig losgehen. Ach, ist so laut. Nun gut, Larry. Es fehlt noch ein letzter Schritt, um die Prophezeiung zu erfüllen, die ein goldenes Zeitalter auf Cancun einläutet. Du da musst die Tochter des wichtigsten Mannes der Insel heiraten. Aufgabe Meine haben wir schon mal. Tochter. Ich hoffe, du hast das nicht vergessen, wo wir schon mitten in den Vorbereitungen sind. Ich übe schon den ganzen Tag das Ja. Es wäre vielleicht kein Fehler, wenn ich vorher mal mit ihr reden könnte oder sie wenigstens anschauen. Achso, wir haben sie noch nicht gesehen. Wie sieht's mit dem Eben? Nee, ich will sie... Es wäre vielleicht kein Fehler, wenn ich vorher mal mit ihr reden könnte. Oder sie wenigstens anschauen? Nein, die Prophezeiung erlaubt es nicht. Aber... Sie ist außerdem die schönste Frau der Insel. Ach so. Muss nichts heißen. Dann will ich mal nicht so kleinlich sein. Dann mache ich mich mal für eine Hochzeit bereit. Ja. Sieh los, Larry. Heirate die schönste Frau der Insel. Meine... Tochter. Wie viele Frauen gibt es eigentlich auf der Insel? Zwei.
Die andere ist meine Mutter. Vielleicht. Erfülle die Prophezeiung und dein Schicksal. Kein Wunder, lass mich dir dieses Lied mitgeben. Mann, ist das laut! Oh, Ellery, Ellery, alle nennen dich. Ei, Caramba, meine Gitarre. Wir müssen sie reparieren, Ellery. Sonst kann ich auf deiner Hochzeit kein Lied singen. Ich kümmere mich darum. Und vergiss auch nicht, dass du dich um das Catering kümmern und deinen Hochzeitsanzug tragen musst. Okay, wir haben einige Aufgaben. Pi? Was gibt's, Larry? Es gibt doch sicher eine App für Hochzeitsvorbereitungen. Durchaus. Aber ich bin immer noch damit beschäftigt, diese riesige Datei zu entpacken. Daher kann ich gerade auch keine neuen Apps installieren. Ich weiß, wie viel Arbeit es ist, ein riesiges Teil auszupacken. Das entpacken, Larry. Diese Datei, die uns irgendjemand vor ein paar Wochen geschickt hat. Schon vergessen? Die muss ich entschlüsseln, aber das dauert. Okay, dann sag Bescheid, wenn es fertig ist. Das meint dieser Zweideutige, ne? Larry, ich glaube, du bist ein wenig verwirrt. Ist das nicht normal, wenn man kurz davor ist, sich ewig zu binden? Durchaus. Aber lass mich dir nochmal ein wenig auf die Sprünge helfen. Sie haben wir übrigens irgendwie gerettet im letzten Teil. Sie war in so einer Forschungslabor und dann mussten wir sie und jetzt haben wir die auf unserem Handy. Ah, weiß nicht mehr, ist zu lange her. Hey Larry, wenn du auf dem Screen links klickst, kannst du dich umherbewegen. Ja. Alles gut. So, jetzt muss ich auf jeden Fall leiser machen. Alter, ist das laut. Weißt du, das muss wahrscheinlich alles so ein bisschen. Machen wir erstmal so. So, und es ist wie gesagt so ein Point-and-Click-Adventure. Man klickt hin, man geht hin. Man kann jetzt hier Sachen untersuchen. Teilweise natürlich auch nicht. Man hat dann hier sein Inventar, was wir so alles aufgesammelt haben. Instacrab. Wir haben sogar Instacrab. Haben wir noch keine Fotos. Achso, das ist das. Schönen Reißverschluss aufmachen. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel mit ihm reden. El Rey, der Bürgermeister von Cancam und bald mein Schwiegervater. Oder er kann Informationen über eine Person. Warte, jetzt will ich doch nochmal ein bisschen lauter machen. Die Sprachausgabe war mir jetzt ein bisschen zu leise, weil das ist ja mit das Wichtigste im Spiel. Ich mach mal so. Jetzt lasse ich ihm das nochmal sagen. El Rey, der Bürgermeister von Cancam und bald mein Schwiegervater. Dann auch für eure Aufnahme oder für das YouTube-Video. So, und dann kann man jetzt hier halt frei rumlaufen. Und ja, wir müssen Catering holen. Wir müssen die Gitarre irgendwie reparieren. Hier geht's erstmal nicht lang. Ja, und dann klickt man sich hier so durch. Da kann ich irgendwie auch nicht lang. Warum nicht? Wo kann man denn dann überhaupt lang? Nirgendwo. Gibt es irgendwo... Er zeigt hier an, dass man den klicken kann, ja. Aber es muss doch irgendwo... Lol. Big Wedding, also unsere Hochzeit ist hier schon mal... Hä? Ich kann nichts anderes klicken. Außer ihn. Ah, Ellery, der beste und einzige Schwiegersohn, den ich je hatte. Du solltest dich nur wirklich um die Hochzeitvorbereitung kümmern. Mit der mittleren Maustaste oder der Leertaste kannst du dir alle Objekte, Charakter und Ausgänge anzeigen lassen, mit denen du interagieren kannst. Du solltest nun zur Klippe hochgehen. Klicke dafür einmal mit links auf den Ausgang. Ah, jetzt wird es auch angezeigt. Man muss also nochmal mit ihm sprechen. Und jetzt kann man hier zur Villa-Ruine mit einem Doppelklick. Hä? Ne, mit einem Doppelklick geht's nicht schneller. Na egal. So, hier ist schon mal alles vorbereitet. Es ist schon viel für die Hochzeit Larry vorbereitet. Steht da oben. Wie geht's dir eigentlich dabei, Larry? Bist du wirklich bereit, in den Hafen der Ehe einzulaufen? Wenn die Prophezeiung das verlangt. Das reicht dir als Grund? Ach, reden wir nicht darüber. Willst du lieber darüber reden, wie du die Villa in die Luft gejagt hast? Ist ja gut, ich werde nie wieder einen großen roten Knopf. Ja, das war da vorhin im Spiel. Wo ist nochmal die Leiter, die in mein Zimmer nach unten führt? So, jetzt müssen wir die Leiter finden. Wie war denn das? Was können wir denn hier alles klicken? Im Moment noch nichts. Wir gehen hier erstmal weiter. Ah. Hier geht's runter. Du kannst Orte auch schnell verlassen, indem du auf einen Doppelklickst. Ja, wusste ich doch, dass es geht. Zack. Ach. Was ist los, Larry? Ich musste gerade wieder an Faith denken. Mach dir keine Vorwürfe. Tu ich aber. Ja, Faith war auch ein Charakter im letzten Spiel. Ich weiß nicht, ist sie gestorben? Haben wir da irgendwas? Es ist so lange her, Leute. Ich kann es euch leider, wenn ihr guckt auf YouTube, ich glaube, Larry, ich weiß nicht, wie das heißt, guckt es euch einfach an, wenn es euch interessiert oder so.
Aber interessiert euch eh nicht. Du kannst Objekte betrachten, indem du die Magic Mouse-Taste anklickst. So, jetzt können wir hier mal gucken, was wir hier so klicken können. Wahrscheinlich auf meinen Anzug. Das ist die Unterwäsche von Faith, die nach der Explosion auf der ganzen Insel verstreut war. Ich habe sie alle eingesammelt. Also, um sie Faith zurückzugeben. Sobald wie möglich, falls nein, sie natürlich. Noch lebt. Ich sollte wenigstens eine Kerze für sie anzünden. Eigentlich müsste dafür alles hier im Raum sein. Du sollst eine Kerze, dafür brauchst du eine frische Kerze. Irgendwie im Raum musst du eine sein, denk daran, bla bla bla, ja, ja. Mehr können wir hier gerade... Ja, hier ist eine Kerze. Eine einfache, weiße Kerze. Ja, die nehmen wir jetzt mal. Die nehme ich mit. Es könnte ja dunkel werden. So, Kerze haben wir schon mal. Ja, ich weiß, wir haben es im Inventar. Hier, zack. Da. Hopp. Gut. Jetzt bräuchte man was, wo wir mit anzünden können. Geiler Sitz mit... Da sage ich mal gar nicht zu. Denkt euer eigenes Bild. Was ist das denn hier? Ich sag ja, Leute, das Spiel ist nicht gerade für Kinder. Wobei so ein kleines süßes Einhorn. Ich glaube, das mussten wir sogar im letzten Spiel bauen. Ich glaube, wir mussten uns das sogar bauen. Und dann mussten wir damit irgendwas machen. Ich weiß es nicht mehr. Hier ist übrigens auch eine Kerze. Hier ist eine Klingel. Können wir nicht draufdrücken? Ja, können wir hier mit der Kerze... Gute Idee, aber so nicht. Die beiden Sachen funktionieren... Nee. Ja, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Können ja sonst nichts weiter anklicken. Muss ich wieder hoch, oder was? Nee. Ich bin wieder zu blöd am Anfang, wieder überfordert hier. Also auf Leertaste soll er mir ja eigentlich anzeigen, was ich nur anklicken kann, aber ich kann ja nichts anderes mehr anklicken. Und ich habe hier nur eine... Ah, da ist sie ja. Jetzt muss ich sie erstmal anzünden. Ich musste sie nochmal angucken. Nun, du brauchst wohl etwas, um die Kerze anzuzünden. Ja, also es ist erstmal sehr so Tutorial-mäßig. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil eigentlich weiß man, wie das geht. Jetzt müssen wir gucken. Streichhölzer. Nicht mehr alle dran, aber sollte reichen. Die nehmen wir dann natürlich. Feuer, der beste Freund des Mannes. Und in den richtigen Händen harmlos. So, und jetzt können wir das Streichholz mit der Kerze. So, sie brennt. Jetzt muss ich sie noch auf die Gedenkstätte stellen. Sehr gut, vielleicht hättest du sie erst irgendwo hinstellen und dann anzünden sollen. Naja, dann platzieren wir sie jetzt. Gut, da hat er natürlich auch recht. Ist das hier die Gedenkstätte? Nee, hier ist es ja. Arme Faith. Ich hoffe wirklich, es geht Faith gut. So, dann müssen wir jetzt wieder hier... Hey. Und jetzt stellen wir die brennende Kerze... dahin. Ach, Faith. Ich wünschte, du wärst hier. Okay, jetzt aber los. Ich muss noch viel für die Hochzeit vorbereiten. Moment. Was? Ich muss heute noch deinen Wissensstand im Sensibilitätskurs prüfen. Muss das gerade jetzt sein? Du hast selbst gesagt, dass du mehr darüber wissen willst, wie man im 21. Jahrhundert miteinander korrekt umgeht. Ich habe doch schon so viel gelernt. Aber noch nicht genug. Na gut. Das ist aber die Stimme von Barney Stinson. Also, wie viele Geschlechter gibt es? Genug für alle, mir reichen zwei. Bei mir nur eins, aber in XL. Pi. Ja, ich sage mal. Bei mir nur eins, aber in XL. Bitte sag das nie vor Leuten. Wie viele gibt es denn nun? Die richtige Antwort lautet, Geschlechter sind divers. Okay, wenn man zu faul zum Zählen ist. Nächste Frage. Dein bester Freund vertraut dir an, dass er unter Depressionen leidet. Was rätst du ihm? Einen guten Whisky, eine heiße Nacht, mal an die frische Luft zu gehen. Soll ich das jetzt ernst beantworten? Also wenn ich es ernst beantworten würde, mit einer Depression, dann ja. Ja, alles hilft, ne?
Ich sag immer mal das. Nacht. Mein Prozessor läuft bei deinen Antworten auch heiß. Und das wäre das, was du selbst tun würdest? Nein, natürlich nicht. Das beruhigt mich. Ich würde mir erst den Whisky genehmigen, mir dann eine Frau. Schon gut, was frage ich auch. Die letzte Frage. Für den Abend. Der Typ ist so geil. Arbeitskollege macht hat aber noch nie eine Frau gehabt. Einen sexistischen Witz. Wie reagierst du? Einer macht einen sexistischen Witz. Welchen Witz genau? Ich habe keinen Job. Perfekt für mich, dieses Spiel. Hahaha, sehr witzig. Mir reicht's. Hab ich bestanden? Ich sag mal so, das 21. Jahrhundert ist mit dir noch nicht fertig. Früher war alles leichter. Früher war nicht alles leichter. Du warst nur naiver. Aber da konnte man noch sagen, was man denkt. Was glaubst du eigentlich, was du hier die ganze Zeit machst? Hast du jetzt endlich diese Datei entpackt? Ich brauche eine Hochzeits-App. Die Verschlüsselung ist schwer zu knacken. Sie scheint besonders wichtige Daten zu enthalten. Irgendein Geheimnis. Seit Faith nicht mehr die Chefin von Prune ist, funktionierst du auch nicht mehr so richtig. Gar nicht wahr. Ich frage mich, was in der Firma inzwischen passiert ist. Dass sie... Wie sieht das? Oh nein. Kein Kommentar. Hallo? Du bist also Nari. Was ist das denn? Ja. Du weißt, wer ich bin, meine Kleine? Ja, Mr. Wang. Freut mich. Ja, wir haben keine Zeit, um uns mit Freundlichkeiten aufzuhalten. Das hier, Nari, ist nicht mehr das Prune von früher. Das Prune von Bill Jobs und Faith. Dies Bill Jobs. Ist nun mein Prune. Ja? Du arbeitest noch am Cougar-Update für unsere P-Phones. Ich möchte, dass du es sofort veröffentlichst, denn ich habe andere Aufgaben für dich. Aber... Kein Aber. Wir haben eine größere, wichtigere Sache vor uns. Miss Faith hat an einer revolutionären Software gearbeitet. Einen selbsterlernenden Algorithmus. Okay. Ich brauche ihn für das Produkt, mit dem ich Prune unsterblich machen werde. Eins, das sogar P-Phones überflüssig macht. Sie hat angedeutet, dass sie diesen Algorithmus geknackt hat. Aber ich habe ihn nie gesehen. Ich stehe unter Druck, Nari. Verstehst du? Also... Dieser Algorithmus ist geil. Wir müssen ihn hart rannehmen. Verstehst du, meine Kleine? Ich gehe dann mal wieder an die Arbeit. Du bist ab sofort die technische Leiterin von Prune. Wenn wir den Algorithmus von Faith nicht auftreiben, müssen unsere Techniker selbst einen entwickeln. Sofort. Du hast freie Hand und unbegrenzte Mittel. Mach mit mir, was du willst. Danke? Nari? Ja? Ich finde den Schalter für das geheime Hinterzimmer nicht. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sowas muss es hier doch geben. Ein Zimmer mit einem Bett in Herzform, das sich dreht. Mit einem Hintereingang für alle, die ich dort... Ich frage direkt bei der Hausverwaltung nach. Und das Cougar-Update lasse ich ausrollen. Oh, muss ich sie jetzt steuern? Das war schön. Wenn ich mit Prune fertig bin, werde ich das hier auch haben. Übrigens, Larry? Ja? Wenn du dich an bestimmte Dinge erinnern willst, die du nicht mitnehmen kannst, ist es auch möglich, sie zu fotografieren. Haha, sehr witzig. Habe ich vielleicht einen Fotoapparat umhängen? Ich habe einen Fotoapparat. Du? Was meinst du, wofür das Loch auf der Rückseite ist? Also... Vergiss die Frage. Du kannst also alles fotografieren? Ja, und es dir dann anzeigen, als hättest du es dabei. Wie praktisch. Hättest du mir ruhig schon früher sagen können. Oh, ich könnte er kommt, damit wie gesagt, aus den 80ern und ging das alles noch nicht. Aber dafür bräuchtest du eine Weitwinkellinse, so groß wie das ist. Ich habe... Ja, ist okay. Genau, Larry. Schade, dass ich sowas nicht habe. Puh. Sie wollte gerade sagen, dass sie einen Weitwinkelkamera hat. Das geht auch so. Larry, nein! Oh nein. Sie. Wie viele Fotos macht der? Fertig? Ja, danke der Nachfrage. Aber vielleicht solltest du lieber Dinge fotografieren, mit denen du später irgendetwas anfangen willst. Manche Gegenstände kannst du nicht mitnehmen, kannst du fotografieren. Wenn du einen Gegenstand fotografierst, kannst du dir ein Foto eignen. Probier das mit der Unterwäsche aus. Warum soll ich jetzt die Unterwäsche fotografieren, verdammt? Ah. Das ist die Unterwäsche. Ich habe sie... Also, das habe ich schon gedrückt.
Perfekt. Mir schwirrt langsam der Kopf, P. Gibt es nicht eine Möglichkeit, dass ich über alles, was ich zu erledigen habe, besser Überblick behalte? Gut, dass du fragst. Ich habe für dich eine To-Do-App installiert. Gut. Kann ich nicht wieder dieses Timba haben? Wir haben doch im Rahmen deines Sensibilitätstrainings entschieden, dass wir diese App deinstallieren. Als Selbstschutz. Das war eine doofe Idee. Jedenfalls steht in der App alles, was du gerade noch für die Hochzeit erledigen musst. So. Und du kümmerst dich auch darum, dort alles abzuhaken, was erledigt ist? Aber natürlich. Wenn du eine der anstehenden Aufgaben erledigt hast, zeige ich es dir. Okay. Wir gucken uns diese To-Do-Liste doch mal an. Ohne eine neue Gitarrenseite kann Ray keine Hochzeitmusik spielen. Das Catering fehlt noch. Ich muss meinen Hochzeitsanzug rankommen. Gut. Wie geht das weg? Also wir müssen hier... Sieht stabil aus. Das bekomme ich niemals aufgebrochen. Ich kann da mit meinem Finger drin rummachen, solange ich will, aber das bringt weder dem Finger noch dem Schloss was. Gut, da können wir also noch nicht rein. Ich hoffe wirklich, es geht für... Das hatten wir schon. Was ist das denn? Selbstzerstörungs... Groß und rot. Wie mein... Larry. Genau der. Danke, P. Soll ich mal draufdrücken? Oh, ist das eine Selbstzerstörung, die zweimal funktioniert? Puh, Glück gehabt. Hauptsache, wir drücken trotzdem drauf. Eine sehr schlechte Erinnerung. Ich möchte nicht darüber reden. Willst du immer noch lieber stehen? Das fasse ich nie wieder an. Vor allem nicht von hinten. Das fasse ich nie... Oh nein. Nein, wenn ich mich draufsetze, klebe ich fest. Und das Toilettenpapier mag ich heute nicht anfassen. Gleitgel, das bewährte Hilfsmittel eines jeden Handwerkers. Die packen wir mal ein, ne? Ich sag ja immer, geh nie ohne Gleitgel aus dem Haus. Nein, wenn ich... TV? Nein, heute läuft auf CanCam News Network nur Blödsinn. Okay. Was können wir denn noch hier anklicken? Ach ja, dieser Draht ist ja gerade rausgekommen. Jetzt hat sich der Selbstzerstörungsknopf wohl selbst zerstört. Ah, wichtiges Ding. Alles immer mitnehmen. Na, das haben wir schon. Hier ist mein Anzug. Ich kann ihn nicht öffnen. Das Vorhängeschloss verhindert es. Nein, ich nehme das nicht mit. Nein, wirklich nicht. Ich bewundere deine Willensstärke, Larry. Hier schreibe ich meine Fortschritte beim Sensibilitätstraining auf. Don't grab, nicht betatschen. Ja, nein, cool, uncool. 1 plus 1 gleich 2. Ich glaube, ich bin für den Moment sensibel genug. Gut, das heißt, hier drin haben wir jetzt alles geklickt. Da haben wir ein Foto gemacht. Können also erstmal raus wieder. Oh, jetzt sitzt der hier. Holla! Hallo! Ich habe noch ein paar Fragen. Weißt du, wo ich den Schlüssel für meinen Kleiderschrank... Weißt du, wo ich den Schlüssel für meinen Kleiderschrank herbekomme? Ah, Larry. Ich habe dir schon den einen Schlüssel gegeben. Den Schlüssel zu deinem Schicksal. Ich habe das Gold von den Gräbern meiner Vorfahren eingeschmolzen. Dieses Sakrileg begangen, nur um daraus diesen Schlüssel herzustellen. Einen Schlüssel, der unser aller Schicksal in sich trägt. Du hast ihn doch noch, nicht wahr? Es hat ein Hai nach mir geschnappt und ich musste eine Maussperre machen. Es kam ein Ufo mit Aliens, die haben ihn gestohlen oder ich habe ihn verloren. Wir sind mal ehrlich. Hab ihn verloren. Ich würde jetzt gern dafür sorgen, dass du deinen Kopf verlierst. Aber du bist mein Schwiegersohn und meine Tochter soll keinen kopflosen Gringo heiraten. Also ist der eine Schlüssel verloren. Der Schlüssel des Schicksals, der aus dem Gold meiner Ahnen entstanden ist. Unwiederbringlich. Ein Glück, dass ich noch einen habe. Hier. Oh, danke. Bis später, Elroy. Elroy! So, jetzt gucken wir mal, ob dieser Schlüssel direkt hierfür geht. Dazu gehen wir wieder ins Inventar. Ich finde, ich habe die Unterwäsche perfekt in Szene gesetzt. Notiz an mich selbst. Das ist keine Zahnpasta. Ein kurzer, nackter Draht. So. Schauen wir mal. Ah, der passt.
Oh. Perfekt. So, dann können wir doch jetzt so. Dann ziehe ich meinen Hochzeitsanzug. Sieht genauso aus wie der andere. Passt. Perfekt. Oh, in der Tasche ist auch der eine Schlüssel von El Rey. Prima. Zumindest wird er mich nicht umbringen, weil ich den verloren habe. Ah, das ist irgendwie ein gutes Gefühl, etwas abgehakt zu haben. Fast so gut wie Timber. Nein. So, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt gehen wir hier mal weiter. Das ist doch kein Boxsack. Was da wohl drin ist? Das sollen wohl meine Braut und ich sein. Die beiden lasse ich lieber da. Ich würde gern davon naschen, aber ich glaube, ich sollte erst heiraten. Wenn das so weitergeht, guckt er noch in mich hinein. Als gäbe es da viel zu entdecken. Ja, auch wieder wahr. Da unten ist der Strand zu sehen. Gehen wir weiter. Oh. Oh, was? Ist das etwa... Was ist los, Larry? Ist das etwa... die Braut? Die Braut ist El Reys Tochter. Vielleicht hat er den Esel adoptiert. Jetzt sei mal tolerant und vor allem nicht so einfältig. Dosen mit Schnüren dran. Damit habe ich als Kind immer Telefon gespielt. Die haben uns mal eingesackt. Er schaut mich sehr misstrauisch an. Ich halte lieber eine Armlänge Abstand. Wegen Corona. So. Können wir hier noch? Oh, wir können hier zu den Lost Leftos. Larry! Ach. Ja, ich kenne die alle noch aus dem. Was ist eigentlich aus BJ geworden? Hältst du das mit der Hochzeit für eine gute Idee? Na klar. Ich liefere das Catering. Ah. Ich meine, ich habe die Braut noch nicht mal kennengelernt. Das kannst du auch als Vorteil sehen. Die Braut hat dich noch nicht kennengelernt. Wie meinst du das denn jetzt? Ich will damit sagen, dass ihr sicher ein Traumpaar seid. Ach so. Kannst du die ganzen Hochzeitsgäste verköstigen? Das könnte ich, aber ich kann kein Alpaka-Fleisch zubereiten, solange der Fleischwolf klemmt. Geht das nicht ohne Alpaka-Fleisch? Vielleicht vegan? El Rey sagt, dass das... die Prophezeiung nicht erlaubt, wie alles andere auch. Das heißt also... Wir laufen... Was ist eigentlich... Er wollte bei Lefties als meinte ein Baba... Ich hab... Mit Markt... Mit... Ey... Ich muss los. Das heißt also, wir müssen hier diesen... Sieht ziemlich gebraucht aus. Der dreht sich im Moment nicht. Festgerostet. Oder Knochenstücke klemmen. Schwer zu sagen. Der Fleischwolf ist mir sympathisch. Er hat auch... So, das heißt, wir müssen da irgendwie mal... Wie wäre es, wenn wir da mal Gleitgel? Die Kurbel lässt sich jetzt wieder drehen. Jetzt dreht sie sich wieder. Ja, los. Jetzt dreht sie sich wieder. Der Fleischwolf... Geht aber noch nicht. Es gibt auch Löcher, in die ich meine Finger lieber nicht reinstecke. Wer lacht nicht? Jetzt dreht... Ja, jetzt dreht sie sich wieder, aber er traut sich noch nicht. Ein Draht hier irgendwie was? Das will ich nicht. Das will ich nicht. Nee, also noch geht's nicht irgendwie. Larry! Ach, den wollte ich nicht. Ich muss dann bisch. So, was können wir denn hier noch? Pizzaofen? Ich weiß nicht genau, warum Lefty glaubt, Pizza sei ein typisches Gericht für Ken Kam. Lefty, Lefto. Darf ich mir den Pizzaschieber ausleihen? Du meinst, du nimmst ihn mit und ich sehe ihn nie wieder? Er hat dich durchschaut. Nimm ihn ruhig. Ich experimentiere sowieso gerade mit Fladenbrot. Okay, das nächste Teil haben wir eingesackt. Was können wir denn hier noch nehmen? Schnappschrank? Ich könnte mir einen genehmigen, aber dann falle ich wahrscheinlich ins Wasser. Also nein. Was ist das hier? Man kann nie genug Plastikflaschen haben. Die nehmen wir natürlich auch mit. Von dem Pfand wollte ich eigentlich meinen Ruhestand finanzieren. Ich lasse es lieber hängen. Alpaka. Die Explosion hat viele Opfer gefordert. Aber die beiden sind an meiner Guacamole gestorben. Ja, stimmt. Im letzten Teil muss ich Guacamole machen.
So, hier haben wir, glaube ich, erstmal alles. Alleine wie die Kakteen hier aussehen, ne? Danke. Bierfässer. Hab keinen Durst. Barbarenbräu Export. 50 Liter. Was liegt hier eigentlich? Ein alter Volleyball. Den nehmen wir doch mit. Alles mitnehmen immer, das brauchen wir alles. Er sieht etwas schlapp aus, aber das bekomme ich schon wieder hin. Hey, das sagen sonst immer deine Frauen zu dir. Oh nein. Oh, ein Sonnensegel können wir auch nehmen. Das brauche ich nicht. Das ist ja total eingerissen. Eher ein Lochsegel. Das warst du. Man hat mich dazu gezwungen. Okay, kann ich also auch nicht nehmen. Ich habe jetzt keine Zeit, am Strand rumzulümmeln. Oh. Die Hochzeit wartet. Also geht das noch nicht. So, was haben wir denn jetzt hier? Können wir irgendwie... Können wir hier was kombinieren? Das aber lässt warum? Sich... Das hilft... Gute Idee. Die beiden... Das lässt sich... Nee. Das hilft... Gute Idee. Und so fängt jetzt das Rätseln an. Es muss irgendwie weitergehen. Aber was muss man machen? Können wir mit diesem Ding das kaputt schlagen? Ja, damit könnte ich sie zerschlagen. Aber das hat sie nicht verdient. Okay, das will er also nicht machen. Nee, gehen wir mal erstmal hier wieder rein. Haben wir hier vielleicht noch an der Tür was vergessen? Nee. Hier haben wir eigentlich alles soweit angeklickt. Aber man muss jetzt irgendwas wieder machen. Wir müssen Hola. Ja den Fleischwolf reparieren. Ich hab noch... Ja. Ich klick mal eben durch. Kann ich... Nein. Warum? Weil... Wem? Wie viel... Oh. Genug. Nee. Im Aus. Hab ich fühl. Bis. Nee, jetzt fängt nämlich das Rätseln an. Und manchmal ist das gar nicht. Ja. Die beiden Sachen funkt. Das lässt. Ja, hier kann man auch nichts kombinieren. Gute Idee. Die beiden Sachen. Das lässt. Das hilft mir nicht. Gute Idee. Die beiden Sachen funktionieren. Nee. Also hier ist eigentlich auch nichts. Ah, hier ist noch ein Sieht Stock. Nützlich aus. Gehört jetzt mir. Okay, das konnte man noch klicken. Dann können wir das hier noch klicken. Mit Prophezeiungen soll man kein Schindluder treiben. Das ist die Prophezeiung, von der El Rey geredet hat. Irgendwas mit Gringos. Könnten wir den Esel irgendwas geben hier? Ein Klaps. Die beiden Sachen Gehen wir hier nochmal hin. Irgendwie muss es ja weitergehen. Larry! Kannst du die... Natürlich! Ah, oh, das ist... Fast so gut wie... Nein! Das will ich nicht, Fleischwolfen. Das will ich nicht... Das geht nicht. Das will ich nicht. Ja, es ergibt keinen Sinn, ne? Das will ich nicht. Ja, da fängt halt das Rätsel jetzt schon an. Ich lasse es lieber hin. Ich werde das auf jeden Fall jetzt noch weiter probieren und werde euch dann im zweiten Part berichten, wie ich es geschafft habe. Das ist erstmal der erste Part von Larry. Also ich mag solche Spiele. Jetzt fängt es an mit ein bisschen Rätseln und kombinieren. Mal gucken, wie es weitergeht. Haut rein, bis zum nächsten Teil.